Wir möchten euch gerne das Barcelona zeigen, das uns so gut gefällt. Wie wollen wir jetzt eigentlich, was war jetzt der Plan? Und das finde ich faszinierend, mir vorzustellen, dass da hier stehen, wo die Römer vor 2000 Jahren angefangen haben zu siedeln. Wir sind ja in Barcelona, wie ihr wisst, und wir sind hier ja tatsächlich eigentlich gestrandet. Also ich wollte ja mal hin, aber Christoph nicht, tralala. Wir sind trotzdem hier gelandet und wir sind total begeistert von Barcelona. Wir möchten euch gerne das Barcelona zeigen, das uns so gut gefällt. Also nicht Gaudi, dafür braucht ihr uns nicht, und nicht die klassischen Reiseführer-Tipps. Wir möchten euch ein bisschen die Atmosphäre zeigen und die Stellen, die uns richtig gut gefallen und weshalb wir uns hier so gut fühlen. Genau. Also es geht vor allem um den Flair, um so bestimmte Ecken, die ja entweder eine Geschichte tragen oder für uns eine Geschichte tragen. Also viel Spaß. Wir sind jetzt am Plaza Catalunya ausgestiegen. Das ist so der zentrale Punkt, an dem man häufig aussteigt, und biegen gleich ab in das erste Stadtviertel nach El Raval. Das ist ein Teil von der Altstadt, aber nicht der älteste Teil. Ein schöner Teil, den mögen wir gerne. Das ist echt irre, du gehst einmal um die Ecke und es ist Altstadt. Ich glaube, nirgendwo ist die Secondhand-Ladendichte so hoch wie in dieser Stadt. Es ist unfassbar, du hast hier einen Secondhand-Laden nach dem anderen, und das in allen alten Stadtteilen. Es ist halt einfach eine junge Stadt. Viele Studenten, viele junge Touristen und ja. Vintage-Läden ohne Ende. Das ist Wahnsinn. Und tatsächlich noch fast komplett unbeschädigt, obwohl von 1989, also ich finde das cool. Übrigens noch ein Tipp für diejenigen, die so kunstbegeistert sind wie ich. Es gibt hier in Barcelona das Art-Ticket, das kostet 38 Euro und beinhaltet den Eintritt von ganzen 6 Museen. Also das rechnet sich, das ist richtig gut. Wir sind jetzt hier am MACBA, an dem Museum für moderne Kunst, und das ist der Treffpunkt der Skater. Ich könnte da stundenlang zugucken. Das ist total cool. Was war jetzt der Plan? Wir wollten eigentlich vor zum Fond de Pas ein Brot kaufen. Mhm.
Dann am Indio vorbei Kadekilo zur Rambla. Meinst du? Am Indio vorbei zur Rambla. Und dort dann noch die Pharmacia kurz und dann runter zum Plaza Dingens. Wieder um zwei Ecken rum und wir sind an unserem Lieblingsbrotladen, dem Pâtequilo. Und hier sieht es wieder ganz anders aus. Und der ist deswegen so interessant, weil der auf Rollwagen sein Brot innen drin stehen hat. Und natürlich, weil es super lecker schmeckt. Was haben die Rollwegen damit zu tun, dass der Bäcker interessant ist? Das ist lustig. Naja, so habe ich das Brot noch nie gesehen im Brotladen. Also. Das sieht gut aus, oder? Gehen wir in so und das da unten, aber es ist vielleicht ein bisschen groß. Würde am liebsten sofort reinbeißen, aber dann bleibt wieder nichts übrig. Nein. Dann habe ich das halbe Brot wieder aufgefressen. Ja. So, in Indio, da runter und um die Ecke, glaube ich. Glaube ich. Hat nicht lange vorgehalten, ich musste jetzt trotzdem. Ist lecker. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Plaza Real. Ist jetzt nicht ganz unbekannt, aber wir setzen uns da jetzt mal ein bisschen hin und legen mal ein bisschen die Füße hoch. Das ist richtig spanisch, der Platz, so wie man sich ein Plaza in Spanien also vorstellt. Wir laufen jetzt zum Barigotique und sind gerade von der zentralen Rambla gekommen. Und das Interessante ist, wenn man in diese Altstadt reinläuft, in diese historische Altstadt, das ist so ein richtiger Hügel, da gehen die Straßen bergauf. Also man kann sich vorstellen, dass da drunten schon ganz viele Siedlungsschichten immer wieder abgebrochen und immer wieder drüber gebaut wurde. Das ist total faszinierend. Und das ist der Teil, der damals von den Römern schon besiedelt war. Finde ich unglaublich spannend. Hey.
mal da oben. Da oben steht die, Loch, ja. Die Uhr. Altes Uhrwerk von 1576, unglaublich. Und wie groß. Das ist noch ein Teil der römischen Stadtmauer und man sieht das an diesen Vorspringen. Das waren so wie mehrere Türme nebeneinander, wo immer einer zurückspringt und einer wieder vorspringt. Und das ist der untere Teil davon, der da noch erhalten ist. Und das finde ich faszinierend, mir vorzustellen, was da hier stehen, wo die Römer vor 2000 Jahren angefangen haben zu siedeln. Unglaublich. Also wir sind hier unten und das war die römische Stadtmauer und da sieht man nochmal dieser untere Teil, das war der römische Teil oder so muss die römische Mauer so ähnlich ausgesehen haben. Das hier ist der Plaza Jaume, das ist Rathaus, der Rathausplatz. Und hier ist immer ganz viel, wenn irgendwelche Veranstaltungen, kulturellen Veranstaltungen sind. Also das Rathaus ist jetzt gerade geschmückt mit Rosen, das ist das Pendant zum Valentinstag, das spanische Pendant. Das ist irgendwie so eine alte Tradition, an dem Tag schenken. Jetzt muss ich es richtig rum machen. Frauen den Männern Bücher und Männer den Frauen Rosen oder andersrum. Ich glaube, es war sogar andersrum. Hier konnten wir vor ein paar Wochen eine ganz andere, sehr spannende katalanische Tradition sehen, und zwar die sogenannten Castellers. Ich weiß nicht, ob ihr ja schon mal davon gehört habt. Das sind Menschentürme. Also da klettern die Leute aufeinander, so hoch wie nur irgendwie geht. Ganz oben zum Schluss sind dann die Kleinsten, die Kinder. Also fängt mit Männern an. Unten vier, sechs oder acht, je nachdem, wie hoch der Turm wird. Und nach oben hin wird es immer weniger. Und ganz oben sind dann zum Schluss die Kinder, die klatschen einmal ab. Und je höher, wer am höchsten ist, hat gewonnen sozusagen. Das ist auch eine ganz alte Tradition. Und das war richtig cool, das zu sehen. Wir haben leider nicht so viele Aufnahmen davon, weil es irrsinnig voll war. Wir sind auf dem Montjuïc in Barcelona. Das ist ein Berg. Ziemlich nah am Meer. Wenn ich jetzt hier rüber gucken würde, sehe ich sogar das Meer. Und wir sind hier in dem Olympiabereich, der 1992 für die Olympischen Spiele ja, vorher gebaut wurde, logischerweise. Und hinter mir, das ist der Torre de Comunicación de Montjuïc. Der ist von Santiago Calatrava gebaut, von meinem Lieblingsstatiker und Architekten, war ein Spanier. Und ja, ist 136 Meter hoch, soll an einen Olympiaten erinnern, der die olympische Fackel trägt. Woher kennen wir den Architekten? Den kennen wir aus Lissabon. Aus Lissabon, weil der hat dort den Bahnhof gebaut in der Nähe von unserer Marina, in der wir waren. Parque de Nascimento und Parque Oriental. Nascimento, genau, und Oriental, genau. Der hieß Oriental, der Bahnhof. Das war für die, nicht für die Olympischen Spiele, das war die, was war das denn? Internationale Weltausstellung war das. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Okay, aber wie auch immer, das ist das andere Gebäude von Santiago Calatrava, beziehungsweise der Kommunikationsturm. Wir stehen hier am Arc de Triomphe in Barcelona. Und der wurde 1888 für die damalige Weltausstellung gebaut.
Und das ist ja ein Backstein-Triumphbogen. Und wenn man sich dann überlegt, dass ja eigentlich nur 10 Jahre später dann die Weltausstellung in Paris war mit dem Eiffelturm, mit dieser aufstrebenden Stahlkonstruktion, dann sieht man auch den Unterschied, wie im Vergleich, wie altbacken das ist und wie modern der Eiffelturm dazu war mit seiner Stahlkonstruktion. Also altbacken finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Das ist halt ein ganz anderer Stil. Das ist halt Stein und der Eiffelturm ist halt filigranes Metall. Aber altbacken, das ist halt der Baustil der Zeit. Ich gebe dir vollkommen recht, das war nur im Vergleich altbacken. Gestern war der 5. Januar. Der 5. Januar ist hier die Ankunft der Heiligen Drei Könige. Und die Heiligen Drei Könige bringen die Geschenke. Und ich finde das besonders interessant. Das Mittelmeer grenzt ja einmal an Nordafrika und unter anderem dann eben auch an Spanien. Und deswegen macht das tatsächlich Sinn, dass die mit dem Schiff ankommen. Was sie tun, sie kommen in Barcelona auf dem Schiff an. Das ist die Tradition. Genau. Und das wird hier richtig zelebriert. Es gibt also nicht nur die Ankunft mit dem Schiff, sondern auch eine große Parade dazu. Und wir haben uns das letztes Jahr angeschaut. Die Ankunft der Heiligen Drei Könige haben wir uns angeschaut bei uns in Masnau. Das war ganz interessant, weil die Heiligen Drei Könige gehen mit der Zeit. Die kamen an mit einem großen, modernen Katamaran. Das fanden wir erstmal ein bisschen befremdlich, aber es geht um die Tradition und dass sie ankommen. Und die Kinder haben sich so gefreut, die standen ganz viele Kinder und haben gewartet und das war wirklich ganz aufregend. Dann sind wir nach Barcelona in die Stadt gefahren und da war eine gigantisch große Parade mit Live-Übertragung im Fernsehen und einem Wagen nach dem anderen geschmückt und getanzt und es wurden Bonbons geworfen und das war richtig viel los. Also das war echt beeindruckend. Und dann ist die Tradition, dass eben die Heiligen Drei Könige bringen ja die Geschenke und das heißt, am 6. Januar werden dann die Geschenke verteilt. Also vornehmlich die Kinder bekommen am 6. Januar noch ihre Geschenke. Das ist eine spanische Tradition, also nicht nur hier in Barcelona. Und hier ist es aber wirklich sehr zu empfehlen. Also wenn ihr um die Zeit rum mal in die Stadt kommen könnt, schaut euch das an, das war wirklich toll.
hinter uns, das ist das Castell del Tres Dragons. Das sind die drei Drachen. Und damit kommen wir zu dem nächsten extrem wichtigen Symbol für Barcelona, und zwar der Drache. Der Drache spielt in der Geschichte eine wichtige Rolle. Es wird immer gegen Drachen gekämpft. Jeder Stadtteil in Barcelona feiert einmal im Jahr sein großes Stadtteilfest, seine Fiesta Mayor. Und bei dieser Fiesta Mayor gibt es zum einen Castellers, diese Menschentürme, aber auch immer einen Correfoc. Und Correfoc ist quasi der Drachenlauf. Da laufen die Drachen und die Drachentöter durch die Straßen mit Feuerwerk und feuerspeiend. Und das ist ein irrsinniges Erlebnis. Also wir haben uns das schon ein paar Mal angeguckt. Das erste Mal, als wir das gesehen haben, waren wir so hin und weg. So, wir gehen jetzt nach Elborn. Elborn ist der dritte Altstadt-Stadtteil hier. Elborn ist nochmal ein bisschen anders als die anderen zwei, die wir euch bisher gezeigt haben. Elborn ist, weiß ich gar nicht, ist nicht so prunkvoll und aber auch nicht so, ist nicht ganz so alt wie das Barri Gòtic. Und ja, hat einfach unheimlich viel Flair. Ist ein schöner Stadtteil und den zeigen wir euch jetzt.
Das war's. Wir hoffen, unser kleiner Streifzug durch die Stadt hat euch gefallen. Wie gesagt, die touristischen Highlights könnt ihr selber im Reiseführer nachlesen. Dafür braucht ihr uns nicht. Wir lieben die Stadt. Wir sind häufig hier und wir entdecken tatsächlich jedes Mal neue Ecken, die wir noch nicht gesehen haben, sogar heute wieder. Also tolle Stadt. Lohnt sich auf jeden Fall. Einfach nur Streifzüge machen. Die wunderbarsten Ecken findet man am besten, wenn man einfach nur spazieren geht. Wenn dir das gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like da, abonnier den Kanal, folge uns auch gerne auf Instagram und Facebook. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.